Einen schönen guten Morgen. Es ist Sonntag, es hat gestern sehr viel geregnet und ich habe mich dazu entschlossen, vorm Brötchen holen noch einmal ein bisschen auf ein Blumenfeld zu gehen. Wird wahrscheinlich der erste Teil einer Reihe sein, die ich mir überlegt habe und das sind Makrowalks. Einfach ein bisschen bei uns hier in der Gegend und ich dachte mir, ich schnalle mir die Kamera auf den Kopf, nehme euch mit und zeige euch mal ein bisschen, was ich hier fotografieren möchte. Ja. An sich ist es für 8 Uhr schon zu spät, wenn man Insekten in Kältestarre fotografieren möchte. Aber ich dachte mir, ich versuche das trotzdem jetzt noch mal ein bisschen. Mein erstes Motiv, an dem ich mich jetzt hier versuchen werde, ist diese kleine Schwebfliege. Die sitzt hier still und sonstig. Mal gucken, was sich daraus machen lässt. Beim Blitzen habe ich jetzt hier eine ISO von 200 eingestellt und eine Belichtungszeit von 1 zu 250, weil ich halt auch aus der Hand fotografiere. Mal gucken, was da rumkommt. Das kreisgehobene Bouquet finde ich auch ganz schön. Also das Bild ist nichts geworden. Vielleicht kommt ein bisschen näher ran. Dann gucken wir mal weiter, was wir noch so finden. Man muss dazu sagen, Makro bedeutet natürlich auch viel Ausschuss. Also nicht jedes Foto funktioniert und jedes Foto ist bestochen scharf. Vor allen Dingen jetzt aus der Hand und mit dem Blitz. Aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Viel wichtiger ist es einfach, ein bisschen Spaß beim Fotografieren zu haben. Ich mache das hauptsächlich, um abzuschalten. Und bei Makrofotos hat man halt auch entsprechend seine Ruhe. Für mich ist das wie eine kleine Zen-Übung. So, hier sieht man, dass sehr, sehr viele Bienen unterwegs sind und Hummeln. Aber die sind mir persönlich zu hektisch. Ich glaube nicht, dass man die jetzt hier gut erwischt. Wir gucken weiter. Kann man sehen, dass da noch eine, es wird eine Hummel sein, ein Käfer, es ist ein Käfer, ich kann es nicht genau erkennen. Nein, das ist eine Hummel, die zwischen den Blüten klemmt und ja, ziemlich im Schatten sitzt und wahrscheinlich auch noch deshalb ein wenig in der Kältestarre ist. Man sieht, sie bewegt sich, also sie lebt auf jeden Fall noch. Mal gucken. Vielleicht kann ich die ja erwischen. Ein bisschen dunkel. Ich werde den Blitz mal ein bisschen höher stellen, würde ich sagen. Ja, so langsam wird sie aktiv.
sieht man auch wieder, Schwebfliegen sind wirklich überall unterwegs, sehr, sehr viele dieses Jahr. Da vorne ist eine Fliege, die sich aufwärmt. Und ein wenig putzt. Aber auch das ist mir zu viel Bewegung gerade. Ansonsten könnte man noch mal versuchen, hier ein paar Blüten zu fotografieren. Blüten sind auch immer wieder schön, vor allem mit Regentropfen oder Tautropfen. Da ist der Blitz mir zu hell. Zu viel Sonnenlicht, dann schalten wir einfach wieder mal ein bisschen runter. Weiter geht's. Hier ist auch eine Schwebfliege, die mitten auf der Blüte sitzt, aber das Problem ist, jetzt ist sie weg. Aber es war auch zu viel davor, das hätte ich nicht fotografiert bekommen. Hier haben wir noch eine Biene, würde ich sagen, die noch sehr nass ist. Und stillhält. Mal gucken, vielleicht erwischen wir die ja noch ein bisschen. Die hängt da so ein bisschen wie so ein Sack. Aber gut für uns, denn dann hält sie still. Kommt auch so langsam ein bisschen Wind auf. Das macht das Fotografieren aus der Hand natürlich nicht einfacher. Mal gucken, vielleicht kann ich sie ein bisschen von vorne erwischen. Haben wir eine Schwebfliege. Ich hoffe, das Video ist okay, so wie es ist. Ich hatte jetzt nicht vor, hier große wissenschaftliche Ergebnisse zu präsentieren, viel über Einstellungen und Equipment zu reden, sondern einfach mal so einen kleinen Makro-Walk zu machen und ja, euch dabei zu haben. Hier sieht man einen Marienkäfer, der aber auch schon sehr aktiv ist. Mal gucken, ob ich den vielleicht noch erwische. Das wird, glaube ich, auch keiner. Der bewegt sich zu stark. Hier ist alles voll mit Blattläusen. Aber die kann ich auch zu Hause im Garten fotografieren.
ziemlich schön. Da setze ich jetzt auch gleich wieder eine Schwebfliege drauf. Oder auch nicht. Gucken wir hier vorne nochmal. Ist alles ziemlich matschig und der Boden ist durchgeweicht. Dafür habe ich auch die perfekten Schuhe angezogen. Aber die kommen dann nachher einfach in eine Waschmaschine und dann ist gut. Auch wieder ein Marienkäfer unterwegs. Und an sich muss man sich nur daran orientieren, wo viele Blattläuse sind. Da wird man auch meistens Marienkäfer finden, weil das ist so eine der Lieblingsspeisen von Marienkäfern. Und das natürlichste und beste Mittel, würde ich jetzt mal sagen. Versuchen, ob ich den hier erwische. Schön mit den Tautropfen da hinten noch drauf. Mal gucken, vielleicht habe ich die Dinger wirklich noch. Näher ran. Versuchen wir es mal bei 1,5 zu 1. Ja, jetzt wird es langsam zu windig. Ja, wie bereits schon gesagt, das Video hat kein festes Konzept. Es ist einfach nur so mittendrin und dabei sein. Sollte euch das Video trotzdem gefallen und ihr mehr Videos dieser Art wünschen, wo ich euch einfach mal auf ein paar kleine Makro-Trips mitnehme zum Fotografieren, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ja, jetzt werde ich mich aufmachen, Brötchen holen.